wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow.
Moin, moin, Schneelob. Bad. Moin. Danke, mir geht es soweit gut und dir selber. Okay. Bei euch muss morgen circa auf die 9 Uhr arbeiten.
Ja, was du gerade Lust drauf hast. Also, es gibt, wie soll ich sagen, jedes LKW hat Vorteile und Nachteile. Also, wenn du Schwertransport fährst, würde ich Scania nehmen. Oder der Volvo. Contess. Wenn leichte Frachten fährst, bis. Was sind das? 15 Tonnen. Da kannst du fast jeden nehmen. Außer die Iveco ist der schwächste vor allem. Aber. Das spielt auch keine Rolle. Also, weil du gerade drauf Lust hast. Willkommen in Ihrem Deutsch. Besser dazu. Besser schon, ja. 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 Sogar mir geführt, Vorteile und Nachteile. Zu Ja, mich hat also freut der Ding Faltliner ist auch nicht falsch, also hier. Jetzt bin ich gerade ein bisschen umgeschaut. Saatgut, bin ich auch drin, ja.
Also der Frontliner ist gut beim, wie heißt es, beim ADS. Also ich nehme meistens aber ich über 16, ja. Wieso kann ich das nicht fühlen? Ah ja, was gut. Ich glaube, es ist anderes Material drin. So. Flüssig. Ja, meistens, meistens das, wo ich gerade Lust habe drauf. So. Hoi! Hoi! Das sind meine Wander. Holy moly! Okay.
Ah, okay. Ja, Laptop geht auch. Also wahrscheinlich ein guter Laptop, dort gesagt. Also Laptops sind auch nicht schlecht. Also gar nicht. Also teilweise Laptops sind sogar besser als ein Desktop. Also. Stell mal verkehrt. Ja, eben. Desktop geht auch, also. Habe ich da wieder super ausgesagt, he? Also ich kenne auch jemanden, der auf Laptop zockt. Das ist Stefan. Ja, auch ein Streamer. Oh, was doch? Du musst halt auch schauen, noch Dings, wie heisst es? Von der Mods musst du noch beachten, die Reihenfolge. Also. Die meisten machen eben den Fehler bei den Mods, man muss wegen seiner Reihenfolge, wegen Sound etc. Aber da bin ich manchmal überfragt. Ich muss auch andere Leute fragen, wie muss ich jetzt die Reihenfolge machen?
Genau. Das Spiel abgestellt sich halten, weil alle machen so eine Falsche. Genau.
Willkommen in Ihrem Deutz.
Willkommen in Ihrem Voids. Thank you.
So. Holy moly. So, und dann werde ich jetzt noch ein bisschen auf Trovo noch ein bisschen unterwegs sein. Schicke noch jemanden weiter rein. Mal schauen. Tutram. Schicke jemanden, der auch alles zockt. Oder wenige Zuschauer. Jo. Dann würde Mikko, würde mich freuen. Was ist jetzt? Ab 100 Follower habe ich gerade hinzugehört. Subs. Bei 500 Subs im Prinzip muss ich mir halt meine Haare färben. Wollen wir beginnen? Okay, dann halt nicht. Da ist gerade etwas, eine neue Map dran. Aber vielleicht interessant sein, ja, wenn wir ein paar mitgehen. Sonst lassen wir es. Okay. Wir lassen es.